ab 1962 entstanden unter Federführung von Fiat Grandi Motori bei verschiedenen italienischen Herstellern insgesamt 29 neue dieselelektrische Maschinen für die Staatsbahn FS. Herzstück der D141 war ein bei Fiat in Lizenz gefertigter Dieselmotor aus der Konstruktion von Daimler-Benz mit einer Leistung von knapp 600 PS. Zugeteilt wurden die Maschinen den Betriebswerken in Venedig, Verona, Genua und Triest. Während die Loks in Genua und Triest überwiegend im Rangierdienst eingesetzt wurden, bespannten sie von Venedig und Verona aus auch leichte Güter- und Personenzüge. Im Streckendienst wurden sie ab Mitte der 1970er Jahre von den leistungsfähigeren D345 verdrängt. Bis zur Jahrtausendwende waren die Loks im Rangierdienst voll gefordert. Mit dem anschließenden Rückgang des Einzelwagenverkehrs wurden auch weniger Rangierloks benötigt, sodass es zu ersten Abstellungen kam. Die D141 der italienischen Staatsbahnen von Pico ist bereits die zweite detailverliebte Formneuheit eines italienischen Fahrzeugs. Verarbeitung und Qualität sind über jeden Zweifel erhaben. Diverse Teile sind separat angesetzt und zuvor in Handarbeit lackiert worden. Äußerst filigran und dennoch robust präsentieren sich die Geländer der D141. Neben den Geländern sind auch die Lüfter des Modells aus Metall geätzt. Diese gewähren Einblick in das Innere des Lüfters, welcher ebenfalls nachgebildet worden ist. Für den Vitrineneinsatz liegen dem Modell zusätzliche Nachrüstteile bei. Das Pico-Modell bildet eine frühe Version der vielseitig einsetzbaren Rangierdiesellokomotive ab. Vorbildgetreu umgesetzt mit originalem Dach und ursprünglichen Handläufen. Windabweiser an den Führerhausfenstern waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorzufinden. Die geänderte Position der Scheibenwischer wurde ebenso berücksichtigt. Die Motorisierung im Modell erfolgt durch einen starken fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Neben exzellenten Fahreigenschaften verleiht dies dem Motor einen ruhigen Lauf und ermöglicht realistische Rangierfahrten. Eine Umrüstung auf den Digitalbetrieb gelingt im Handumdrehen dank benutzerfreundlicher PLAX 22 Steckschnittstelle. Die schlierenfrei polierten Fenster des Führerhauses ermöglichen Ein- und Durchblick. Das beleuchtete Führerpult wird hierdurch gebührend in Szene gesetzt. Der Führerstand kann zusätzlich digital schaltbar beleuchtet werden. Der Lichtwechsel erfolgt in zeitgemäßer LED-Technik in Weiß-Rot und ist mit Fahrtrichtung wechselnd. Die Pico H0 Expert Diesellokomotive D141 lässt keine Wünsche offen. Der Einbau eines Lautsprechers ist zusätzlich möglich und bereits auf der Platine vorbereitet. Zusätzlich zur analogen Gleichstromvariante ist eine Soundversion mit bereits werkseitig eingebautem Decoder erhältlich. Die Wechselstromversion verfügt ebenfalls ab Werk über einen MFX-fähigen Decoder mit Sound. Materiale agganciato, quando vuoi vai pure. Ok, retrocedo ancora la marmotta, poi dimmi dove andiamo. Andiamo sul binario libero, vieni pure. Ok, allora vengo avanti sul binario libero. Attenzione, treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, al binario 1, movimento di manovra in atto.
Zusätzlich zur frühen Version der D141 erscheint exklusiv für den italienischen Markt eine spätere Variante. Die D141 von Pico ist ein weiterer würdiger Vertreter der italienischen Staatsbahn in 1:87. Die vielseitig einsetzbare Rangierdiesellok wird sich als Blickfang harmonisch in Anlagen und Sammlungen einfügen.